Na, soll ich dir heute mal ein bisschen den Rücken kraulen? Hi Leute und herzlich willkommen zurück auf meinen Channel. Heute werden wir ein Video starten, was ja sehr lange schon gefragt worden ist, über ein paar Jahre sogar schon, wenn man so möchte. Und die paar Jahre sind deswegen zustande gekommen, weil ich so wenig Videos gedreht habe und das noch nicht geschafft hatte. Tja, aber heute ist der Tag der Tage und zwar werde ich heute einen Anime bzw. einen Manga-Charakter in meinem Stil malen. Und für alle, die sich schon gefreut haben, nein, es ist diesmal noch nicht Naruto. Tut mir leid, aber da kommt auf jeden Fall auch nochmal ein Video dazu. Ihr kennt mich ja, damit das nicht allzu langweilig wird, habe ich mir gedacht, ich werde das Ganze mit XXL-Nägeln malen. Diese Videos sind gefühlt so alt wie die YouTube-Geschichte an sich. Und auch schon ein paar deutsche YouTuber haben sich daran getraut, zum Beispiel Kim Liane oder Julia Beautix. Aber in der Art-Bubble habe ich das tatsächlich noch nicht gesehen. Und deswegen werde ich das jetzt einfach mal übernehmen. Ja, und dazu habe ich mir von Amazon ein Amazing-Paket geholt. Und zwar irgendwie so ein 500-Stück-Set von irgendwelchen so Plastiknägeln. Ich habe keine Ahnung, was man damit macht, aber vermutlich klebt man sich normalerweise einfach so auf den Finger und dann schneidet man die in so einer Höhe ab, in der man lustig ist wahrscheinlich. Nun stellt sich vielleicht bei euch die Frage, wenn ich nicht Naruto male, wen könnte ich denn dann malen? Ist ja nicht so, als gäbe es gefühlt 30 Milliarden Anime und Mangas. Allerdings beschränkt sich meine Manga-Zeit schon auf einen ziemlich spezifischen Zeitraum und deswegen mache ich es kurz. Ihr habt es ja entweder schon im Thumbnail gesehen, oder es steht im Titel, ich werde heute Inuyasha malen. Inuyasha war eine japanische Manga-Serie, die von 1996 bis 2008 erschienen ist. Inuyasha ist ein Halbdämon, der sich so durch die Welt kämpft und sein Ziel ist es, seinen absoluten Endgegner zu besiegen, und zwar Naraku. Allerdings ist auch so ein bisschen Love Story dabei, weil er verliebt sich dann quasi in eine Person, liebt aber noch seine Ex und dann ist das ständig ein Hin und Her und irgendwann entscheidet er sich für eine. Toll. Inuyasha, gut gemacht. So, nun aber genug von der Story von Inuyasha. Wie er auf den Bildern, die ich euch gezeigt habe, sicherlich schon gesehen habt, hat der ja Urschnägel. Und um meine Nägel dem noch etwas anzupassen, muss ich da noch ein bisschen was verändern. Ihr könnt ja sehen, dass die so ein bisschen ja gerade geschnitten sind da oben. Und damit ich das den Inuyasha-Krallen ein bisschen anpasse, habe ich die einfach abgeschnitten und dann weiß angemalt. Und dann sehen sie ein bisschen aus wie eine Kralle, würde ich sagen. Restlichen Nägel brauche ich eigentlich nicht, aber ich habe gedacht, ich kann darauf vielleicht nochmal ein Video machen, wo ich kleine Kunstwerke auf Nägel male. Vielleicht wäre das ja noch eine Idee. Ich habe dann eine Vorskizze gemacht, von der ich euch leider keine Videoaufnahmen zeigen kann, weil ich sie während einer Vorlesung gemacht habe. Das nennt sich optimales Zeitmanagement, ja? Ihr wisst aber, dass ich ein Freund davon bin, euch zu zeigen, wie so ein Bild bei mir entsteht und vor allem, wie eine Skizze auch entsteht und nicht einfach wie bei 5 Minutes Craft so palam, auf einmal ist eine halbfertige Skizze da. Aus diesem Grund habe ich euch zwischendurch ein paar Bilder gemacht, um euch auch ein bisschen was vom Prozess zeigen zu können. Zuallererst habe ich mit blauem Buntstift diese Vorskizze gemacht, danach habe ich das nochmal ein bisschen angepasst und diese Vorskizze gemacht, dann mit Bleistift nachgezeichnet und gespiegelt und gemerkt, dass mir das Gesicht nicht gefällt. Weil das ein bisschen komisch aussieht. Das Gesicht angepasst und dann habe ich gemerkt, dass mir das Auge nicht gefällt. Dann habe ich das Auge angepasst. Dann ist mir aufgefallen, dass mir die Hand nicht gefällt. Und dann habe ich die Knöchel der Hand nochmal angepasst. Und das ist das fertige Endergebnis. Und wenn man das jetzt spiegelt, dann sieht man, dass das nicht allzu komisch aussieht. Was immer ein Zeichen dafür ist, dass das jetzt ganz okay ist. Und hier könnt ihr jetzt nochmal die fertige Vorskizze im Original sehen, in der Kamera, also im Original in der anderen Kamera sehen. Diese Handbewegung übrigens, diese riesige Klaue, mit diesen drei Fingern so, dieses Knacken, das ist eine ziemlich typische Pose für Inuyasha. Ich habe jetzt kein konkretes Bild davon gefunden, aber ich glaube, die Bilder lassen ja ahnen, dass er diese Pose häufig einnimmt und deswegen habe ich mich für die entschieden. Jetzt werde ich noch schnell ein bisschen was vorbereiten gehen, denn ich kann mit angeklebten Nägeln dann so gut wie wahrscheinlich gar nichts mehr machen. Also ich werde mir wenigstens mal ein Stück Papier hinlegen oder so. Okay, ich habe mir jetzt mein Papier zurechtgelegt und ich habe mir nochmal die Skizze kopiert, denn ich werde das gleich mit Kohlepapier versuchen abzupausen und ja, man hat nicht mehr so wirklich viel von dieser Originalskizze, also nicht mehr so richtig durchgesehen, wo da jetzt was ist. Und ich muss sagen, das hat ziemlich gut funktioniert. Also daran sieht man, warum es vielleicht ab und zu auch günstig ist, mit so einem ja, blauen Buntstift
vielleicht vorzuzeichnen, weil wenn man es dann kopiert, dann sind die Linien ziemlich klar, weil er nur das übernimmt, was praktisch von dem Bleistift nachgezeichnet worden ist. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, würde ich das jetzt nicht quasi als Challenge nochmal abpausen müssen, weil sonst ist es ja ein bisschen langweilig, würde ich das wahrscheinlich sogar genauso nehmen. Wenn ich passendes Papier hätte, hätte ich das jetzt komplett so als Vorskizze genommen und dann bemalt. Also vielleicht auch ein kleiner Tipp an euch, ne? Das funktioniert auch, wenn euer Drucker ein bisschen festeres Papier einzieht. Meiner kann das nicht. Dann könnt ihr so theoretisch eure Originalvorskizze, müsst ihr nicht extra durchpausen, sondern könnt ihr gleich so nehmen, ne? Als nächstes kommen wir jetzt zu dem super spannenden Teil, wo ich mir die Nägel aufkleben muss. Total toll. Also werde ich erstmal mit Desinfektionsmittel mir so ein bisschen die Nägel schön kaputt machen. Ich meine natürlich sämtliches Fett davon entfernen, damit der Kleber, den ich gleich benutze, da auch ein bisschen haftet. Ich werde so ein doppelbeschichtetes Klebeband nehmen, was ich normalerweise, also was ihr auch so vom Bastelt von mir schon kennt, von anderen Videos, weil ich kann mir die Nägel nicht wirklich aufkleben mit so einem Nagelkleber. Die würde ich nie so ohne weiteres wieder abkriegen, ohne Rückstände, und ich kann auf Arbeit keine langen Nägel tragen. Ich kann auch keine Farbe auf die Nägel tragen, ich kann auch keinen Kleber auf die Nägel tragen und ich kann auch nicht die Nägel abschneiden und dann kurze Nägel tragen, weil es nicht meine echten sind. Also es geht gar nicht, deswegen muss ich das jetzt so machen. Aber die müssen ja quasi auch nur das Bild überhalten, ne? Ich will ja jetzt nicht wirklich mit so langen Nägeln da irgendwie rumtanzen. Und deswegen pressen wir da jetzt mal richtig ordentlich den Nagel an meinen Nagel und dann gucken wir mal, wie das gleich hält. Also ich persönlich empfinde das gerade schon als erste Challenge. Mache mit langen Nägeln weitere lange Nägel an deine Hand ran. Ich weiß gar nicht, wie ich da am Ende rankommen soll, noch an den Klebestreifen, aber das geht fast besser als in der Probe. Ich habe sie mir wenigstens schon mal einmal angeklebt, nur um zu gucken, ob die überhaupt damit halten würden. Aber es ist echt, man verbiegt sich schon da komplett einfach mal die Hand. Sehr geil. So, nach einer gefühlt 1000 Stunden habe ich die Nägel jetzt drauf. Und zum Glück sind die ja überhaupt nicht viel länger als meine natürlichen Nägel. Okay, ich kann eigentlich sofort in den Inuyasha-Cosplay reinsteigen. Noch eine Perücke auf und los geht's. Mal gucken, wie lange das hält. Aber es ist echt verdammt lang für mich, ne? Also ihr seht ja, dass ich normalerweise natürliche Nägel trage. Also es ist ein total komisches Gefühl. Hilfe. Ich frage mich echt ein bisschen, was man damit jetzt so machen soll. Wenn ich jetzt Schnick, Schnack, Schnuck spiele, kann ich auf jeden Fall keinen Stein mehr machen. Heißt das überhaupt Schnick, Schnack, Schnuck? Schere, Stein, Papier. Schnick, Schnack, Schnuck. Fli, Fla, Flu. Pipapo. Ching, Chang, Chong. Klick, Klack, Kluck. Stein schleift Schere. Schnibbeln, Nobeln oder Schniekern. Darf man Ching, Chang, Chong noch sagen? Wie heißt denn das Spiel bei euch? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. So, ich habe mein Stück Papier, ich habe mein Stück Kohleübertragungspapier jetzt da drauf gelegt und dann kommt noch die Skizze vom Inuyasha drauf. Und jetzt werden wir das Ganze noch mit Klebeband festkleben, damit es natürlich nicht verwackelt, während ich da diese Linie nachzeichne. Und ich habe das alles nicht so ganz bedacht, weil mir fällt gerade ein, dass ich mit diesen Nägeln jetzt Klebeband ablösen muss. Das war dann natürlich eine super clevere Idee. Jetzt bin ich ehrlich gesagt ein bisschen gespannt, ob mir gleich der Nagel entgegenkommt. Also entweder mein Nagel oder der künstliche Nagel, eins von beiden. Aber irgendwie geht das besser als gedacht. Aber das Klebeband ist auch echt gut, das muss ich dazu sagen. Also es ist ja so ein spezielles Klebeband, so ein Sensitivding, so. Das ging ganz gut. Also, wow, das reicht mir, das Stück Papier da. So, mehr will ich gar nicht. Und jetzt reiße ich es nur ab und dann klebe ich es einmal oben drauf. Das sieht man jetzt in der Kamera natürlich nicht sehr geil, aber es ist mir jetzt auch egal. Und dann nochmal eins unten, so als Fixierung. So, jetzt habe ich mir einen Stift geschnappt und jetzt geht's ans Outlines nachzeichnen und ich habe keine Ahnung, wie ich den Stift halten soll. Wie soll das funktionieren? Wenn ich das so mache, dann trifft quasi der Nagel eher drauf als die Mine und so hat man echt eine total beschissene Haltung. Also, was ist das? Anatomisch nicht korrekt. Aber wir werden jetzt mal sehen, ob ich damit überhaupt irgendwie klarkomme oder ob ich das irgendwie nochmal anders fummle. Aber wahrscheinlich werde ich jetzt mal bei der Taktik bleiben. Und es geht. Man hat jetzt nicht wirklich eine Kontrolle, finde ich so. Also ich bin froh, dass ich das vorgezeichnet habe. Ich könnte, glaube ich, jetzt so eine Skizze in der Pose jetzt nicht malen. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Also wahrscheinlich habe ich da schon ein bisschen gecheatet, weil die Skizze habe ich ja praktisch noch mit kurzen Nägeln gemacht und das ist ja jetzt nur nachzeichnen. Aber glaubt mir, Leute, das ist für mich jetzt schon anstrengend genug. Also das ist totale unanatomische Haltung, die man da jetzt hat, zumindest die ich habe. Ich habe aber auch jetzt auch keine andere Lösung, weil ansonsten trifft ja praktisch der Nagel da gar nicht drauf.
Aber jetzt werde ich jetzt erstmal die Outlines weiter nachzeichnen und dann sehen wir uns hoffentlich gleich wieder mit dem fertigen, übertragenen Bild, wenn ich bis dahin nicht 3 Handkrämpfe hatte oder so. So, jetzt bin ich fertig und die Nägel haben tatsächlich auch gehalten, so ein bisschen. Das bin ich sehr erstaunt. Und jetzt schauen wir mal. Ja doch. Kann man machen. Geht. Es ist natürlich nicht so detailreich jetzt, wie sozusagen das Originalbild, ne? Es ist so ein bisschen weniger. Aber ich glaube, das liegt vor allem auch so an den Augenbrauen und dass ich nicht die Schattierung gemacht habe, aber es ist ja normal. Jetzt will ich euch mal zeigen, womit wir heute arbeiten. Und zwar ist das dieser kleine, mini, süße, kleine Watercolor-Kasten von Artspace. Und der war irgendwann mal in so einer Upgrade-Box drin. Das soll jetzt keine Werbung sein, aber ich will euch halt zeigen, dass ich den auch... oder dass ich die Upgrade-Box auch nutze, ohne dass ich ein Video mache. Und was ich ganz cool finde, ist, in irgendeiner Upgrade-Box davor, jetzt frag mich mal, also ich glaube, dass das in der Upgrade-Box davor war. Ich glaube nicht, dass das in der gleichen Box war, soweit ich mich erinnern kann. Aber ich finde es halt cool, da gab es so einen Reisepinsel und den kann man so zusammenstecken und der passt praktisch genau in diesen Kasten, witzigerweise. Und das wollte ich euch nur mal zeigen, also wer die Upgrade-Box hat und wenn möglich auch noch diese beiden Boxen, wo das drin war, ihr könnt das so kombinieren. Finde ich ehrlich gesagt ganz cool und die Farben, die sehen so aus, die habe ich auch schon mal geswatcht und damit kann man eigentlich so gut wie alles anstellen. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Wasser und es ist wichtig, dass es dreckiges Wasser ist, nur dreckiges Wasser. Man kann nur mit dreckigem Wasser malen und natürlich noch ein paar zusätzliche Pinsel, nicht nur den kleinen, den ihr da seht. Jetzt mische ich mir nochmal so ein bisschen Hautfarbe zusammen. Wenn ihr mich fragt, wie sie es malt, es geht. Dadurch, dass ich den Pinsel ziemlich weit oben anfassen kann, wie ihr hier sehen könnt, funktioniert es halbwegs gut, aber man verrenkt sich trotzdem die Hand. Wer mich kennt, weiß, dass ich mit Aquarell so ein bisschen auf, naja, nicht auf Kriegsfuß stehe, aber wir sind jetzt nicht so die besten Freunde, würde ich sagen. Das liegt einfach daran, dass wir hier sehen könnt, man für Aquarell 1000 Layer braucht, bis da mal so ein bisschen eine Art Farbe entstanden ist. Und ich habe da normalerweise keine Geduld zu. Aber ich finde Aquarellbilder wirklich voll schön. Und so Aquarellartists, die machen halt echt wirklich 1000 Layer. Und dann sieht das auch wirklich wahnsinnig weich aus und alles super schön. Und ich habe dafür eigentlich gar nicht so die Geduld. Obwohl ich mir hier tatsächlich mal ein bisschen Zeit genommen habe. Und dabei habe ich gemerkt, also entweder werde ich älter, gemütlicher und ein bisschen ruhiger. Oder das Aquarell hier hatte optimale Temperaturen in meinem Raum und ist ziemlich schnell getrocknet. Auf jeden Fall konnte ich eigentlich ganz gut hintereinander wegarbeiten. Normalerweise habe ich Aquarell so in Erinnerung, dass man da wirklich 5 Stunden drauf wartet, bis mal das erste Layer getrocknet ist, sodass man mit dem zweiten anfangen kann, ja. Aber das war hier nicht so. Also vielleicht nähern Aquarell und ich uns so ein bisschen an, ja. Ich will nicht sagen, wir befreunden uns, aber wir reden wieder miteinander. Und das ist jetzt erstmal das vorläufige, fertige Aquarellergebnis. Würde ich jetzt nur mit Aquarell malen, würde ich da tatsächlich jetzt wirklich nochmal 3-4 Layer drauflegen, damit das alles ein bisschen smooth ist und ein bisschen kräftiger. Aber ich bin ja ein Mixed Media Artist, das wisst ihr ja, das mag ich sehr gerne. Deswegen werden wir jetzt nochmal mit Buntstiften drüber gehen und zwar mit dem Luminenz von jetzt The Carandage. War das richtig? Und damit kann ich jetzt praktisch die Stellen noch ein bisschen kräftiger gestalten. Das, was man normalerweise halt mit 10 weiteren Aquarell-Layers erreicht. Aber ich muss ja wieder den Stift so komisch halten. Das heißt, der Nagel war die ganze Zeit in meinem Sichtfeld. Ich konnte nicht mal gucken, wo ich hinmale. Deswegen seht ihr jetzt auch meinen halben Hinterkopf da in der Kamera. Weil ich einfach nicht mehr sehen konnte, wo ich überhaupt male. Und dann musste ich auch noch zwischendurch die Scheiße dann wieder anspitzen. Und das war erst recht sehr, sehr anstrengend. Die Nägel haben tatsächlich gehalten. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, die fliegen mir da jetzt einfach ab. Das ist wow. Und die letzte Minute gönne ich euch jetzt noch ein bisschen Musik und weniger Gelaber. Aber weil so viel Spannendes kommt jetzt nicht mehr. Also viel Spaß und bis gleich.
zum Schluss müssen natürlich die Nägel wieder ab und sie haben ziemlich gut geheilt, muss ich sagen, aber ich bin auch echt froh, dass ich die Dinger wieder los bin. Also ich muss sagen, ich bin ganz zufrieden mit dem Bild. Es gefällt mir so vom Stil her. Also diesen Mixed Media Art Style, das ist wirklich so ein bisschen so meins. Das mag ich sehr gerne. Mein Fazit zu den Nägeln ist, es ist nicht unmöglich, damit zu zeichnen. Es ist möglich, das habt ihr ja jetzt gesehen. Und ich meine, es gibt ja auch Menschen, die das wirklich ganz regulär tragen und die kommen ja auch irgendwie klar. Allerdings, ganz ehrlich, bequem ist anders. Zumindest für mich. Ich hoffe, ihr hattet heute wieder ein bisschen Spaß. Möchtest du noch Punkte für dein Haus sammeln, dann mach heute in die Kommentare ein Nägel-Emoji. Und falls dir irgendwie das Video gefallen hat, dann gib mir gerne einen vernagelten Daumen nach oben. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bleibt lustig. Tschüss!